Ja, das C ist da. Das T, glaube ich, war das. Und ich meine, der letzte Buchstabe ist, glaube ich, zu Beginn hier. Nein. Okay, ich habe mich getäuscht. Ah! Oh, hau ab. Geh mal weg damit. Oder müssen wir doch die Abkürzung nehmen? Ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Dim, dim. Also das Schöne ist, die sind immer chronologisch angeordnet. Das heißt... Ich hab's nicht gekriegt. Das ist traurig. Okay, jetzt krieg ich die Abkürzung natürlich nicht. Ist ja klar. Da ist das! Das R? Das R? CTR? Okay. Ja, ja. Ist in Ordnung. Man könnte natürlich auch in der ersten Runde erstmal alles an Buchstaben holen. Um sich dann hinterher erst darauf zu konzentrieren, Erster zu werden. Scheiße! Ja, die Kollisionsabfrage ist hier manchmal wirklich ein bisschen merkwürdig. Weil die, also meiner Meinung nach, war die schon an mir vorbei, die Geschichte. Meine Maske ist ganz nice. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich jetzt erstmal die Wimperfrüchte haben. Hui! Ich muss jetzt mal sowieso gucken, ob ich den dritten Buchstaben überhaupt kriege. Werden wir sehen. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Können wir nochmal von vorne beginnen. Ah, der ist auch scheiße platziert, der Buchstabe. Muss ich wirklich sagen. Ich versuche gleich mal ohne zu springen, darüber zu kommen. Vielleicht schaffen wir es, ja? Au, okay. Nee, auch das klappt nicht. Alter, was ist denn hier los? Bin ja richtig hier gerade einen auf den Sack. Kann das sein? Naja. Jetzt habe ich wenigstens Ruhe hier hinten. Hier kann man so schön durchboosten. Das gefällt mir immer sehr gut. Zumindest schon mal einen Buchstaben. Jetzt hätte ich mich verstanden, wenn er mich jetzt getroffen hätte, ne? Einen habe ich nur noch. Das ist aber traurig. Das ist aber richtig traurig. Und auch, da bin ich jetzt rüber gesprungen. Selbst das die CTR-Herausforderung ist hier scheiße. Das ist eh immer so eine Sache gewesen, Springerei und so. Axel Springer Verlag. Das Rennen ist auf jeden Fall noch nicht gelaufen. Also die sind alle noch recht nah bei mir dran. Ich habe jetzt auch nur am Anfang richtig einen auf den Sack gekriegt. Dann spiele ich jetzt mal ein bisschen früher ab. Was bitte? Immer noch nicht geschafft. Tiny Hole Trophäe. Mir fehlt noch ein bisschen was. Einmal Zeit gemacht. Also das war jetzt gerade so gesehen wie der Blitz bei Mario Kart 64. Also ein bisschen auf den Sack geht. Und meistens den niedriger Platzierten dann vorenthalten wird. Was mich auch gewundert hatte, ich weiß nicht, habe ich jetzt, was jetzt hierbei auch noch, oder was bei der ersten Aufnahme, wo ich dann als erster einfach mal eine Maske bekommen habe. Das jetzt damals. Okay, ich habe jetzt wieder eine Maske bekommen. Schwachsinn, echt, ey. Ich zünde noch nicht. Ich bringe jetzt eh nichts, weil ich muss das Tee erstmal kriegen. So. Meine letzte Chance. Vorbei! Yes! Okay, jetzt haben wir's. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur das Ding nur nach Hause fahren. Sollte nicht allzu problematisch werden. Behaupte ich mal. So. So. Einfach, weil wir es können. Damit es ein bisschen schneller geht. Ey, es gibt hier keine Nachwirkung mehr von der Maske. Das ist ja Käse. Da oben! Gegner aus dem zweiten Teil. Also von Zorn des Cortex. Huh. Ich glaube, diese Fetten da, die wir gerade links gesehen haben, das sind, glaube ich, die dicken Ratten, die wir auch in dem Level von Verschwendung und 1 hatten. Finde ich aber echt geil, dass die hier nochmal die ganzen Gegnertypen auch nochmal aufballern. Wechselgeld. Aufballern. nochmal aufnehmen. So. Uka-Uka-Scherge. Hä? Abschluss eines lokalen Renns und Tokensammler. Okay. Habe ich noch ein bisschen was extra gekriegt. Ist ja nicht verkehrt, ne? Nehme ich mit. Ah, booste den Turbo. Oh, aber Strecken. Ah, das läuft doch jetzt endlich mal, ey. Also ein bisschen habe ich mich mittlerweile auch schon damit angefreundet. Wahrscheinlich einfach so die ersten Berührungsängste, ne? Wie so, wenn man zwei Katzen zusammenpackt, ne?
die fauchen sich auch erstmal gegenseitig an, aber hinterher schlafen sie doch aufeinander. CTR, unser erster Token. In einem wunderschönen Blau. Oh, der Eisbär ist jetzt ein Panda geworden. In engen Kurven oder für schnelle Richtungswechsel. Mach einen Bremsenslide, indem du Bremsen gedrückt hältst und scharf lenkst. Ja, da meint er wahrscheinlich den. Oh. Neue Applikation freigeschaltet. Doppelstreifen. Wunderbar. Sowas meint ihr wahrscheinlich, ne? Wenn man dann halt einen sehr schnellen Richtungswechsel machen kann. So, womit machen wir jetzt erstmal weiter? Machen wir jetzt erstmal mit Geheimhoelen weiter. Ich glaube schon. Robert fällt jetzt von hinten einmal auf. So, natürlich wie erstmal wieder Relikt werden. Jetzt bin ich heiß, merkt man vielleicht, ne? Und auch wieder gut gelaunt. Ja, also die Strecke werden wir jetzt auf jeden Fall noch machen, je nachdem wie es läuft. Entschuldigung. Dann wollen wir erstmal auch mal gucken, wo hier die ganzen Buchstaben hinterher wieder sind. Und erstmal hier natürlich das Goldrelikt bekommen. Klar. Eieieiei. Boah, ob das so eine gute Idee war, mich das jetzt aufzuheizen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Aber gut, ich werde ja ein paar Strecken fahren können, wenn ich das jetzt dann noch nebenbei noch ein bisschen online zocke. So, los geht's. Wäre vielleicht mal sogar so eine Strecke, wo ich vielleicht sogar mal alle Kisten holen könnte. Aber warten wir mal ab. Warten wir mal ab, was wir da noch an Springerei noch... Das ist unglaublich, ne? Das ist unglaublich. An Springerei vor uns haben, wollte ich sagen. Ich glaube, im Original-Let's Play habe ich das, glaube ich, bei keinem einzigen Rennen geschafft, alle Kisten zu holen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also wie man hier jetzt gerade auch vielleicht sieht, ich lege jetzt den Fokus weniger auf Boosten und schnell fahren, sondern wirklich auf Kisten sammeln. Besten ist natürlich, wenn man beides macht, aber das kriege ich nicht hin. Ich kriege ja eins schon nicht hin, wie man sieht. Oh, na ja. Sehr schön. 1,55 haben wir Zeit für die Saphir-Geschichte. Also kommen wir natürlich mit. So, dann jetzt hier nochmal die 2 Sekunden. Hier die Außenkurve mal mit rein. Jetzt gab es hier aber noch keine Kisten, wo ich mir denke, yo, die waren jetzt aber, war ja schon gut versteckt. Ich wäre dann viel einfach vorbeigefahren. Was mein eigenes Problem ist. Hier ist jetzt nämlich ein bisschen tricky, weil hier sieht man das nicht so gut. Ja gut, wir werden wir dann beim nächsten Mal besser machen müssen. Scheiße. Ich will wissen, ob es hier diesen scheiß 10 Sekunden Bonus gibt. Oh! Champs-Élysées! So. Zack. Einmal die Innenkiste. Nein! Nein, nein. Und jetzt meine ich, wir sind so ein fetter Typ, ne? Aber irgendwie unsere Kollisionsabfrage kommen wir nicht so fett vor, wie wir eigentlich sind. Also Saphir wird, denke ich mal, nicht das Problem werden. Auch wenn wir nicht mehr allzu viele Kisten haben und auch keine hochwertigen Kisten mehr haben. Aber... Okay, wir werden dazu auch noch sogar einige Umwege fahren müssen. Natürlich an der einen oder anderen Stelle auch immer nochmal 2 Kisten sammeln müssen, weil der Dienst zu blöd dafür war. Hier zum Beispiel. So. Nicht auf das Speedfeld, bitte. Ich krieg zu viel, Alter! Sowas ist mir früher nie passiert. Ohne Scheiß. Sowas wird mir auf PlayStation 1 auch nicht passieren. Aber also, es wird auf jeden Fall kein Gold. Leider nicht. Leider nicht. So. Aber ich will wissen, ob wir den 10-Sekunden-Bonus wenigstens noch kriegen. Es ist eher experimentell anzusehen hier, was ich hier gerade tue. Selbstverständlich. Okay, eine Kiste fehlt noch. Wow. Wo ist da letzte Kiste? Da ist sie. Dann kriegen wir jetzt nochmal einen Gutschrift von 10 Sekunden. Ja, kriegen wir. Aber ist trotzdem nur Saphir. Ja, war ja auch nicht gut. War wirklich nicht gut. Okay. Das Böse ist nur, jetzt müssen wir uns das angucken. Unsere Siegerehrung und so ein Scheiß, ne? Die wir gar nicht sehen wollen. Und ich darf nicht neu starten, weil ich möchte es jetzt gerne auf Gold machen. Hol dir Wumpers! Ja, ich versuche jetzt gleich einfach mal schnell zu fahren. Ja gut, ich weiß nicht, wie viel Zeit es jetzt in Summe war.
Oder vielleicht schnell leer zu fahren. Am besten diese Umwege dann auch einfach sein zu lassen. Hier und da mal ein bisschen zu driften und alles, ne? Weil für eine Sekunde, da waren ziemlich viele Eine-Sekunde-Kisten, die helfen zwar, ne? Aber dafür jetzt extra irgendwie einen Umweg zu fahren oder langsamer zu werden, ist halt immer so eine Frage, ob man das macht. Oh, mach das weg. Ich will es nicht sehen. Komm. Stirb. Ja. Danke. Du hast ein Rallye? Super, ne? Beim Springen ist ein Luftzeitturbo möglich. Je länger du oben bist, desto größer der Turbo bei der Landung. Für einen größeren Boost durch mehr Luftzeit springe mit Hüpfen von Rampen ab. Jo. Kennen wir auch schon. Wir schalten immer was frei für alles, was wir machen, ne? Das ist unglaublich. Ja, ich will da nicht rein. Shadowfells. So, da darf man wieder auf der hindüsen. Reich mir nicht. Ich will Gold. Gold für Deutschland. Gibt's hier überhaupt, also genau, da können wir vielleicht trotzdem beantworten. Ich werde es auch weiter durchsehen, auch wenn es keine 101% gibt. Aber gibt's hier die 101%? Weil dann, indem du Objekte mit Nitro-Kanistern im Spiel benutzt. Ach so, ja, okay, das war das hier für den Grand Prix und sowas, was ich auch jetzt gemacht habe. Irgendwas habe ich jetzt eingesetzt, was 10% gibt. Genau, mein Buggy. Stimmt. Aber gut, 10% von 5, die ich ja pro Strecke bekomme, ist jetzt nicht die Welt. So, Baby, jetzt mache ich dich fertig. Oh, eins. Okay, das ist sowas von drin. Leck mich am Arsch. 1,44, da kriegen wir auf jeden Fall hin. Machen wir erstmal gar keine Sorgen. Wir haben ja gerade schon irgendwie 1,48 oder so gehabt, ne? Und wir waren richtig scheiße. Na, ah, ich habe die Kiste natürlich nicht gesehen. So klar. Ah, jetzt wollte ich die 2 Sekunden haben. Also auf jeden Fall, ich glaube, die Zeit hier wird um einiges angenehmer sein als die am Abwasserring. Nein! Auch wenn wir die gerade beim ersten Mal quasi geschafft haben. Ich krieg mal einfach mal alles drüber. Scheiß drauf, ich brauche hier gar nichts, brauche ich. Ist gut da draußen. Kann ich auch. Ich hab mal geguckt, falls ich sie nicht gehört haben sollte, was ich wahrscheinlich nicht getan habe. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, da kann man nochmal gut boosten. Weil bei 2 mal 1 Sekunde. Da hab ich gedacht, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich das jetzt nicht einsammle. Die 3 Sekunden nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Und hier kann man dann schön durchboosten, nachdem wir die Zeit eingesammelt haben. Oder zumindest versuchen. Dann kam doch die Wand verdammt gefährlich nah sogar. Oh nein, ich brenne nicht. Okay, das sind 3 Sekunden. Die müssen wir gleich nochmal zu Gemüte führen. Die 2 haben wir auch. Hervorragend. Ja, ich glaube, das sieht ganz passabel aus, oder? Fuck. Fuck Wand. So, okay. Grüß dich. Oh, tap. Ich mache komische Geräusche, ich weiß, aber... Was soll ich machen? Das ist für mich sehr spannend. Ein bisschen mehr Boost kann es mir trotzdem noch geben. Ja, wobei, könnte vielleicht doch ein bisschen knapper werden, als ich eigentlich wollen würde. Und 2 Sekunden gehören mir. Nein! Das ist natürlich scheiße. Natürlich richtig kacke sogar. Richtig großer Kacke ist das. Ja. Ja. Nein, weil ich da festhing. So eine Scheiße. Ja. Ich will bitte nochmal versuchen. Ja, ist okay. Fuck. Ah, die letzte Runde hat mich getötet. Die war scheiße. Fuck. Oh, Mann. So eine Kacke. Ah. Erstmal das Flammengezumpel, was mich getötet hat, natürlich, ne? Dann, ach, es waren viel zu viele Sachen, die mich getötet haben. Flamme, dann am Ende das schöne Festhängen, natürlich, ne? Düp. Wir machen jetzt erstmal die rechte Scheiße. Weil die finde ich irgendwie unangenehmer als den linken Bereich, gerade was Pusten betrifft und sowas.
Ich werde jemand husten, werde ich dir. Komm ich dran? Jawohl. Das hat auf jeden Fall nicht mehr viel gefehlt. Das ist erstmal das, was mich beruhigt. Ich bin auch alles andere als perfekt gefahren, ne? Muss man dazu sagen. Hey! Hallo Wand. Na, ist klar. Jetzt hänge ich da auch nicht so dumm fest. Also es ist auf jeden Fall ein machbares Thema hier. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, Alter, wie soll ich das schaffen? Ich bin ja 20 Sekunden drüber. So, da war ja wirklich knapp. Also eine Sekundenkiste mehr hätte zwar nicht ganz ausgereicht, aber eine Sekundenkiste mehr und dann noch ein bisschen Boosterei, das wäre schon anders gewesen. So, okay. Habe ich jetzt gekriegt? Ja, habe ich. Gut. Oh, no, no, no. Das war jetzt auch ein bisschen zu unkontrolliert. Cool.